Doppelkorn. Oder so. Was ist das? Hast du wieder in die Töpfe reingeschissen oder was? Ich und mein Kumpel Harvey Flachskaster haben immer Vasen zerbrochen, wenn uns langweilig war. Vorher haben wir natürlich reingeschissen. Das hat viel Spaß gemacht. Ja, das kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen. Tja, Harvey ist verreist. Deshalb bekommst du jetzt mit mir. Kommst du mit mir, Harvey Nummer 2. Ich bin nicht Harvey Nummer 2. Lass die Scherben zerfliegen und lass die Scheiße fliegen, Harvey. Okay, und los geht's. Klicke auf eine Vase, um deren Inhalt zu öffnen. Okay, und jetzt? Zerstöre alle Zombies und Vasen, um den ganzen Scheiß abzuschließen. Okay. Bam. Also in irgendeinem von diesen Töpfen ist Scheiße drin. Hier ist keine Scheiße, nein. Da auch noch nicht. Dort nicht, dort nicht. Dort nicht. Auch nicht. Hier auch nicht. Hier ist keine drin. Hier nicht. Hier nicht. Komisch. Und in der? Auch keine. Ich glaube, die hat er noch zu Hause stehen. Die muss er erst noch voll machen. Okay, wir haben es geschafft. Yay. Mann, du hast es auch ordentlich scheppern lassen. Ja, das habe ich natürlich. Du hast sie zerbrochen, so wie ich mir damals beim Durchwühlen der Mülltonne das Kreuz gebrochen habe. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, wie du das gemacht hast. Hier habe ich noch ein paar Vasen für dich aufgestellt. Aber zerbrich nicht alle auf einmal. Du willst dich doch nicht mit den mehreren Zombies herumschlagen, als du verkraften kannst, oder? Nein, natürlich kann ich mich mit allen Zombies gleichzeitig anlegen. Deswegen mache ich jetzt einfach mal hier mehrere kaputt. Ja, von wegen. Hier, 20 Zombies oder so. Na toll. Sind ja richtig viele. Los, mach sie kaputt. Zack, 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 zack. Hoho. So, bin schon gespannt, ob sie mich fertig machen. Ich glaub's nicht. Oh, den einen habe ich jetzt falsch platziert. Auch mal, naja. Und der Sportler könnte es natürlich jetzt schaffen, der Rugby-Star. Der hätte jetzt die Möglichkeit, endlich mal zum Superstar zu werden. Zum nächsten Rugby-Zombie. Aber ich glaub's doch nicht. Denn wir haben ja noch unser Ass im Ärmel. Zack. Und da war's schon. Vorbei. Klasse. Das dürfte es dann gewesen sein. Wenn du die auch noch zerbrochen hast, bist du fertig. Ja, wart mal Zeit. Ich will hier nicht deine Scheiße finden. So, aber so viele Zombies sind doch gar nicht in einer Reihe. Hier ist fast gar keine, sag ich mal. Oh. Also da hätte man ruhig ein paar mehr Zombies reinmachen können. Aber ich frage mich auch, wie die Zombies in so eine kleine Truhe, in so einen kleinen Topf passen. Oh, hier sind jetzt mal mehr drin. Das ist natürlich cool. Michael Jackson. Wuhu. Yay, 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 yay. Michael Jackson. Fest sich in den Schritt. Wuhu. Okay, das könnte jetzt wirklich zu einem klitzekleinen Problem werden, da der irgendwie immer mehr Zombies macht, immer mehr Tänzer. Money, money. Oh, 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 doch, unser Zombie könnte es schaffen, unser Eintopfmonster. Fresst euch den Kopf ab, yay, er hat's geschafft. Ey, unser Zombie ist so unser Held, oder?
Den nennen wir einfach Peter. Peter, du bist unser Held. Unser Held, natürlich. Und hier, die Zombie-Transe muss natürlich auch noch irgendwie hier durch. Na komm. Tanz den Disco-Pogo. Oder nicht. Disco-Pogo, yay. Aber er tanzt nicht mit uns, schade. Und tot. Was ist denn das? Da ist wohl irgendwas in der Produktion schief gegangen. Okay, verschießt Erbsen nach vorne und nach hinten. Sieht natürlich ein bisschen sehr merkwürdig aus, aber okay. Wenn es nach vorne und nach hinten schießt, dann ist ja gut. Jetzt kommt hier MG-Erbse. Woohoo! MG-Erbse! Du machst sie fertig. So. Na sowas, eine Knallererbse. Ein richtiger Knaller. So. Dann wollen wir sie mal fertig machen, oder? Was meint ihr, Leute? Die machen mal richtig zur Sau. Okidoki und los geht's. MG-Erbse wirklich ohne Duplinator benutzen. Was passiert denn da? Ja, von mir aus. Geht die nicht ohne Duplinator oder wie? Nicht, dass der Debbie Dave mir irgend so einen Scheiß wieder angedreht hat. Ich will's für ihn hoffen, dass er mir es nicht angedreht hat. Sonst müssen wir bei dem sein Haus mal vorbeigehen. Jetzt kann ich wieder nicht sprechen. Dann müssen wir vor den sein Haus mal gehen. So, weit war schon gekommen, ja. Und ja, dann scheißen wir mal vor seinen Garten. Mal sehen, wie es ihm dann gefällt. Ich glaube, der wird die Scheiße dann noch aufsammeln und in seinen Topf machen. So ein Typ ist das. So ein Schlawiner. So, okay, einen Zombie haben wir schon zu Fall gebracht. Weitere werden natürlich noch folgen. So, ich sehe zwar jetzt hier nicht wirklich viel, ob da jetzt ein Zombie kommt oder nicht, aber ich pflanze die Dinge einfach mal so ins Nichts. Wir müssen dann einfach irgendwann mal sehen, ob sie durchkommen. Aber ich glaub's nicht. Solange die nicht hier bei dieser Reihe angekommen sind, dann ist doch alles gut. Gut, man muss jetzt wirklich auf den Ton der Zombies hören, damit man wirklich weiß, wo die sich jetzt ungefähr befinden. Oder ob überhaupt einer kommt. Es sei denn, man hat so einen Laserblick wie ich. Oh, ein Geschenk. Wow. Rätselmodus freigeschaltet. Spiele ihn im Hauptmenü auf. Spiele ihn vom Hauptmenü aus. Okay, machen wir natürlich gleich. Oder eigentlich nicht gleich. Erstmal müssen wir hier das fertig haben. Was ist... Oh. Ein Butler. Oh mein Gott, ein Butler. Ich glaube, der läuft falsch rum, oder? Oh, naja, dann ist alles in Ordnung. Ach, deswegen gibt's hier so Knallerbsen. Ah, jetzt hat's Klick gemacht. Klick! Okay, da bin ich doch schon wieder etwas schlauer geworden. Aber nur etwas. Natürlich kann der eigentlich wegfliegen. Nee, schade. Boah, der ist aber auch ganz schön stämmig hier. Ganz stämmig bei der Sache. Ein ziemliches Monster halt. So. Na gut, der Kopf ist schon mal ab. Boah. Ein Monster.